ihr turnt echt auf den Demos rum und geht da mit und macht hier euch stark. Die machen hier Wiederbelebung direkt an der Puppe. Willst du mal was vormachen? Ja, liebend gerne. Applaus, sehr gut. Wir sind heute auf dem Demokratiefest in Koblenz zu Gast. Hier in der Rhein-Mosel-Halle stellen sich etliche Vereine und Projekte aus. Wir sind natürlich auch mit dabei und wir schauen uns jetzt einfach mal um, welche Vereine mit dabei sind und sprechen auch mit den Verantwortlichen über das Thema Demokratie. Kommt mit! Guten Tag, wir sind vom offenen Kanal und schauen uns heute mal ein bisschen um. Wer sind Sie und von welchem Verein? Also mein Name ist Elisabeth Sauer-Kirch-Linne. Ich bin die Vorsitzende der Freunde des Mittelrhein-Museums und des Ludwig-Museums zu Koblenz. Demokratie ist für uns ein ganz großes Thema, denn Demokratie, Freiheit und Kunst gehören zusammen. Und die Kunst oder der Umgang einer Gesellschaft mit ihrer Kunst ist auch ein, oder Kunst ist ein Seismograph für die Gesellschaft. Hallo, guten Tag! Die Omas gegen rechts, wer seid ihr denn? Oh, wir sind eine Gruppe von Interessierten, ich glaube, Petra kann das besser erklären, die sich vor allem für die Demokratie und gegen Ausgrenzung, Rassismus, Antisemitismus, gegen Rechtsextremismus und also uns ist es halt sehr wichtig, in der, das ist ja von den Wiener Omas, von den österreichischen Omas gegründet worden, wie damals die FPÖ kam. Und jetzt gibt es mittlerweile ganz viele Gruppen in Deutschland und wir haben uns vor, ich hätte jetzt mal gesagt, 2 Jahren gegründet und haben die großen Demos hier in Koblenz begleitet und wollen uns stark machen, dass unsere Demokratie wehrhaft bleibt. Ne? Das heißt, ihr seid nicht der Meinung, dass das nur eine Geschichte des mittleren Alters ist, sich über das Thema Demokratie zu informieren, sich dafür einzusetzen, sondern auch was für euch, für Omas? Nein, gerade für uns ist es wichtig, weil zum Teil sind ja wirklich noch Leute, die auch schreckliche Erfahrungen gemacht haben. Wir jetzt natürlich auch nicht mehr, aber wir halten es für ganz wichtig. Aber natürlich, unsere Zielgruppe ist die Jungen, die Kinder. Wir machen Projekte mit denen, das ist uns ganz wichtig. Jetzt stehen wir mal beim Veranstalter, beim Herrn Haas hier vom Demokratiefest in Koblenz. Herr Haas, was war denn so Ihre erste Idee, ein Demokratiefest in Koblenz überhaupt zu veranstalten? Ja, die Urheberschaft liegt eigentlich in Remagen, muss ich sagen. Ja. Die Remagener haben ja jedes Jahr eine Veranstaltung, auch anlässlich der Aufmärsche der Rechten da, und im letzten Jahr haben sie einen Tag der Demokratie in der Stadthalle dort gemacht. Da war ich da, das war eine tolle Veranstaltung und da habe ich gesagt, das brauchen wir auch hier in Koblenz. Wer seid ihr denn? Wir sind die Jugendkunstwerkstatt. Wir sind heute mit einem Stand dabei und haben auch das Kinder- und Jugendbüro mit uns dabei. Von daher sind das diejenigen, die hier vorhin stehen. Das Thema Demokratie und Jugend, passt das gut zusammen? Ja, absolut passt das zusammen. Ich glaube, das ist sogar was, wo man überhaupt nicht dran vorbeikommt, weil letzten Endes muss man natürlich auch schauen, wer ist denn eigentlich die Wählergruppe von morgen, und von daher muss man natürlich möglichst früh anfangen, um einfach auch zu sagen, hier ist es wichtig, sich einzubringen, es ist wichtig, irgendwie eine Gesellschaft mitzugestalten, und von daher ist das meiner Ansicht nach unablässlich, dass man das Ganze zusammendenkt. Kunst hat offensichtlich auch was mit Demokratie zu tun. Was macht ihr heute hier von der Jugendkunstwerkstatt? Genau, wir sind da, um auch ein bisschen den Kindern zu zeigen, was man bei uns machen kann, wie man sich schon bei uns auch beteiligen kann. Das ist uns ganz wichtig, dass Kinder bei uns auch gehört werden. Und ich denke, das ist schon ein guter Anfang dann auch für Demokratie. Ja, sehr gut. Willst du mal was vormachen? Ja, liebend gerne. Einfach hier. Applaus, sehr gut. Schön.
Demokratie ist, ich habe das ja eben auch gesagt, ist anstrengend. Es erfordert auch von uns immer wieder Arbeit, von jedem Einzelnen von uns. Manchmal muss man auch Mehrheiten aushalten. Man muss sich Mehrheiten suchen. Das ist nicht immer einfach. Aber am Ende bleibt immer, wir wollen alle nicht fremdbestimmt werden. Wir wollen selber darüber entscheiden, wer Oberbürgermeister ist oder Oberbürgermeisterin, wer im Stadtrat ist, wer im Bundestag, im Landtag sitzt, ja, wie die Landesregierung, die Bundesregierung aussieht. Und wir kennen alle oder haben auch Zeiten, nicht alle jetzt mehr mittlerweile selbst erlebt, aber sie haben in Deutschland auch stattgefunden, wo das eben nicht der Fall war. Und da war, muss man einfach sagen, die Demokratie ist die beste Staatsform. Da sind wir schon, vom offenen Kanal. Frau Höfer, Sie sind die Leiterin vom Tierheim Koblenz. Aber was zum Teufel haben denn Tiere mit Demokratie zu tun? Oh, ganz viel natürlich, weil letztendlich ist ja Demokratie, sich eben auch einzusetzen für Schwächere. Und das ist völlig egal, ob es Mensch oder Tier ist, zu helfen, wenn jemand Hilfe braucht, ganz klar. Und dann haben wir natürlich einen Verband, einen Verein, wo viele Menschen sich zusammenfinden, um für Tiere und Naturschutz etwas zu tun. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, auch im Tierschutz demokratisch zu sein und eben auch Grenzen zu öffnen. Wir haben ja auch viel mit dem Auslandstierschutz zu tun. Das heißt, wir helfen mal in Rumänien. Wir haben aus der Ukraine schon Tiere genommen. Und insofern gehört natürlich die Demokratie auf jeden Fall in den Tierschutz. Hier draußen vor der Rhein-Mosel-Halle ist auch was los. Da stehen zum Beispiel unter anderem auch die Rettungskräfte von Koblenz, Rotes Kreuz, Feuerwehr. Und da schauen wir jetzt mal, was die eigentlich so machen. Das Fest der Demokratie neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu. Von daher packen wir jetzt auch unsere 7 Sachen. Es war ein schönes Fest. Wir haben viele Gespräche geführt zum Thema Demokratiebildung und Medienbildung. Und wir freuen uns vielleicht auf nächstes Jahr. Dann seid ihr hoffentlich auch mit dabei. Ciao, macht's gut.